Und damit herzlich willkommen hier zurück im Transom World Great Western Express. Wir sind immer noch auf dem Weg. Wir sind letztens in Paddington, London Paddington gestartet und sind immer noch auf dem Weg nach Reading. Und ja, ich wollte euch einen kleinen Gag erzählen, nämlich diese Strecke feiert ja auch ihr 10-jähriges virtuelles Jubiläum, denn im Jahr 2007 erschien der Rail Simulator, das ist halt, was heute der Train Simulator ist, da hatte den Vorgänger Rail Simulator und da war auch die Strecke London-Oxford dabei und diese enthielt ebenfalls den Streckenteil London-Reading. Da habe ich auch vor kurzem mal ein Video dazu gemacht zu der Great Western, das gibt es immer noch als DLC zu kaufen, das heißt Great Western Mainline. Und ja, könnt ihr euch auf meinem Kanal angucken, aber es ist genau zum 10-Jährigen kommt diese Strecke nochmal für einen neuen, schöneren Eisenbahnsimulator raus. Also der Gag ist DTG auf jeden Fall gelungen, oder zumindest ein Teil der Strecke. Es ist ja nicht die komplette Strecke bis Oxford, das ist ja nur ein kleiner Teil, aber es ist der Teil, wo der meiste Verkehr ist. Allerdings scheint ja nicht so viel KI-Verkehr zu sein, so wie ich das hier gerade sehe. Ganze Bahnhöfe und so. Es ist schön, dass man das erkundet. Und das erinnert natürlich auch so ein bisschen an die World of Subways-Serie. Da konnte man ja auch die Bahnhöfe erkunden. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Spiel hat sehr viel Potenzial. Es muss noch ausgeschöpft werden. Das scheint allgemein so ein Trend zu sein, bei den Helikopter-Güterzügen hingegen mit Containerwagen. Potenzial auf jeden Fall. Und das ist sowieso so ein Trend bei den ganzen aktuellen Simulatoren, die jetzt kommen, dass man doch vermehrt auf diese Unreal-4-Engine steigt, einfach um diese Möglichkeiten zu nutzen. Wenn ich dran denke, wo das vor 10 Jahren mit diesen ganzen Alltagssimulatoren losging, sind ja viele gefloppt. Hing damit zusammen, dass die verpackt wurden, hing aber doch zusammen, wie sie ausgesehen haben. Möchte jetzt ja keine Details nennen, aber es hat sich dann doch über die Jahre hinweg jetzt immer weiter und immer besser entwickelt, wo man gemerkt hat, okay, es ist eine Nische, die genutzt wird, ne? Die Eisenbahn hat eine Community, die seitens noch von anderen Eisenbahnsimulatoren kommt, die Flugszene hat eine Community, dann Landwirtschaft, das wird ja richtig gerne gespielt, das ist ja der Top-Simulator in Deutschland, also hier Farming, diese ganzen Farming-Geschichten. Und es ist doch genial, hier zu sehen, zum Beispiel Fernbus-Simulator kam ja als neuer Bus-Simulator mit Unreal 4 raus, ist seit über einem Jahr draußen, wird immer noch gespielt. Ja, und es ist halt leider so, die meisten Spieler bewerten halt das Spiel, wie es halt eben aussieht. Und da wahrscheinlich war dann doch das Argument für die Entwickler, dass man sagt, okay, man investiert halt Geld, denn es ist nämlich nicht so eine, auf so einer Engine zu entwickeln, und so detailliert zu bauen, das ist nicht von heute auf morgen erledigt. Und deswegen natürlich wahrscheinlich die Strecke auch kürzer. Muss man jetzt ganz klar mal dazu sagen. So, wie viele Meilen haben wir noch? Wir haben noch 18 Meilen vor uns. Da sind wir schon am Ziel. Und da haben wir wieder quittiert. Und ich habe wieder das Steam-Overlay nicht ausgemacht. Schlimm, schlimm. Morgen kommt schon wieder ein weiteres Spiel raus. Also heute wurde ja der Trains and World veröffentlicht und morgen kommt ja schon wieder das nächste Spiel raus, was mich interessiert. Zwar nicht wirklich ins Kanalkonzept reinpasst, aber trotzdem sehr interessant ist. Muss ich schauen, ob ich davon dann auch ein Video mache. Ja, ein bisschen so organisatorisches. So Leute, und ihr könnt mir ja gerne mal so eure Eindrücke von Trains and World zeigen oder schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wie findet ihr das? Spielt ihr denn Trains in World und wie ist so euer Eindruck? Wie ist eure Meinung zu dem gesamten Spiel? Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass man bei Unreal 4 und eben solchen Spielen, das Addon selber ist ja 4,8 GB groß, dass man dann irgendwann auch einen etwas besseren Rechner braucht. Ich meine, mein Fall ist kein Problem, aber in der Regel werden ja Simulatoren eher auf etwas schwächeren PCs gespielt, beziehungsweise auf preiswerteren PCs. Gibt ja viele PCs, wo du Spiele spielen kannst, die nicht mal eine eigene Grafikkarte haben, sondern die Grafik halt übers Mainboard läuft. Das ist dann natürlich eine Sache,
Was dann vielleicht ein bisschen schwierig ist, ne? Weil Transom Wirt braucht nun mal schon ein wenig mehr Leistung als zum Beispiel Transomulator 2017. Wir werden das Ganze hier auf jeden Fall natürlich auch mit dem Nahverkehrszug erkunden, das ist natürlich völlig klar. Also ich bin wirklich sehr positiv überrascht und wir werden auch mindestens ein Szenario spielen. Das kann ich euch auch schon versprechen. Also ich bin sehr überrascht, wie flüssig das hier läuft, auch im Raum London. Das ist Wahnsinn. Im Übrigen sind natürlich alle Fahrzeuge, die dabei sind, Dieselfahrzeuge. Und das hat mir auch schon jemand geschrieben in die Kommentare unter die Infovideos, dass wahrscheinlich Anfang 2019 eine deutsche Strecke kommen soll. Es ist aber offiziell, soweit ich weiß, noch nichts groß bekannt. Es hat DTG mal verlauten lassen, dass Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres eine deutsche Strecke oder deutsche Loks kommen könnten. Aber mehr ist da halt noch nicht bekannt. Aber da wäre dann natürlich die Frage, welche Strecke soll dann kommen oder welcher Streckenteil ist es. Der Gag wäre es natürlich wert, wenn dann Hagen Siegen nochmal kommt auf der Engine. Ist zwar verkehrstechnisch jetzt nicht so viel los, aber der Gag wäre es doch echt wert, die nächste 10-jährige Strecke. Aber muss nicht sein, denn Sandpatch, die gab es zum Beispiel nicht für Railworks. Die gab es, glaube ich, nur für den Microsoft Train Simulator. Und die Loks gab es, glaube ich, für Railworks. So. 12 Meilen haben wir jetzt noch zu fahren. Ne? Das ist, lässt sich gut in zwei Teile teilen, dieses Video. Um mal so ein bisschen aufs Organisatorische zurückzukommen. Aber es ist doch... Wir können uns hier so mal ein bisschen... Man hat sich auch schnell angewöhnt. Ich habe gedacht bei der Lok, ich muss das Tutorial machen. Ich habe mich einfach im letzten Part hingesetzt. Achso, die Tür können wir nicht aufmachen. Oh, jetzt wollte ich versehentlich die Tür aufmachen. Das ist natürlich nicht so gut. Wie gesagt, man kann sich... Pfeift da vorbei, unser Schnellzug. Und da kommt uns ein Zug entgegen. Tja, die Strecke, wie gesagt, eine der meisten befahrensten und wichtigsten in England. Eine sehr wichtige Verbindung zwischen London und Wales. Also genau zu sagen, zwischen England und Wales sind ja beides Teile von Großbritannien. Alle halbe Stunde fährt ein Schnellzug von London in Richtung Cardiff, beziehungsweise in Richtung Swansea. Ja, Cardiff, Swansea, da sagt wahrscheinlich einigen Train-Simulator-Spielern was, denn da gibt es ja auch diese Strecken nicht. Und South Wales, Coastal, Bristol, Swansea, beziehungsweise Bristol, Cardiff, das ist ja schon im Train Simulator 2017 dabei. Und ja, das ist halt, wie gesagt, ein anderer Teil. Da ist sogar dieser Zug in der Lackierung dabei, mit dem man dann ein Schnellzug-Szenario fahren kann. Stimmt, ich erinnere mich. Das war einer der Nahverkehrszüge, war halt ziemlich schnell jetzt. Sehr verzögert hier reagiert. Wow, diese Herbstlandschaft ist auch schön gestaltet. Passt ja zum September. Gut, das schöne Wetter. Ich meine, eigentlich hätte England ist ja typisch Regen, aber ich wollte es euch auch mal bei schönem Wetter zeigen. Regenszenarien können wir immer noch fahren. Spiel ist jetzt erschienen, bis das nächste für TSW kommt. Haben wir sicherlich einige Monate Zeit, jetzt einfach mal so vermutet. Und Train Simulator, da ist immer noch nicht raus, ob es einen Train Simulator 2018 geben wird oder nicht. Da hält sich DTG nach wie vor in Schweigen. Die Community spekuliert, ja, es wird einen geben, es ist bloß noch nicht bekannt, wann und welche Inhalte dabei sind. Da frage ich mich aber, welche Inhalte sollen es denn sein? Denn allzu viel, in der Regel waren es ja immer so die aktuellsten Sachen, die damals draußen waren. So, ja, es ist ja nichts weiter mehr gekommen, großartig, von DTG selber. Eigentlich nur noch kürzere Strecken oder Erweiterungen für vorhandene Strecken. Zum Beispiel Hamburg-Lübeck war dabei 2017, da kam irgendwann die S-Bahn Hamburg, wo Hamburg-Lübeck schon drin ist, plus die S-Bahn, was man dann zu einem mäßigen Preis kaufen konnte, wenn man die eine Strecke schon hatte. Ja gut, man kann die Wutachtalbahn natürlich reinpacken, aber...
Also an deutschen Strecken kam da nicht mehr so viel. Doch, was kam rein von DTG? Ich meine jetzt richtig von DTG entwickelt und nicht nur gepublished. Gepublished kam ja dann Sedin, dann kam... Was kam noch? Koblenz, Köln, also Koblenz-Trier, aber das ist ja auch von einem anderen Entwickler. Das ist nicht mal gepublished durch DTG. Das ist gepublished durch Aerosoft. Ja, also rein von DTG entwickelt war da nämlich nicht viel. Die Hamburger S-Bahn und die Wutachtalbahn. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Strecke vergessen. Aber auch bei amerikanischen Strecken war dann auch nicht mehr viel. Da kam nur diese Morvis Town Line. An britischen Strecken kamen da auch eher ein bisschen ältere Sachen, beziehungsweise kürzere Strecken. Also ich bin dann doch sehr gespannt, ob es 2018 neue Edition geben wird. Und was dabei sein wird. Es kam ja dann so ein bisschen exotische... Ich glaube, was kam dieses Jahr? Drei chinesische Strecken oder ne, zwei. Einmal das ist Southwest China Network und dann noch diese andere, die vor kurzem kam. Komme ich jetzt nicht drauf, wo man über diesen Pass da fahren musste mit dem Zug. So, 2,7 Meilen. 2,6, okay. So, da müssen wir uns langsam irgendwie jetzt mal auf den Bremsvorgang vorbereiten. So, wann will er jetzt 95 haben? Wieso kann ich ihn jetzt die Bremse hier nicht anziehen? Ach, hier. Ja, 95, genau. Die Bremse lösen geht. Jetzt hängt es wieder. Entschuldigung. Oh, bitte nicht abstürzen. Oh, ein Glück. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das war ein bisschen zu spät, aber man kann ja nicht im ersten Mal alles gleich richtig machen. So, da können wir gleich auf die 60 herunterbremsen. Ja, man, okay, man merkt, dass man einige Tonnen jetzt hier dran hat und dass man doch schon eine hohe Geschwindigkeit drauf hatte. So. Aber es scheint, dass wir das hier recht gut im Griff haben. Da kommt ja schon der Bahnhof von Reading. So, soll ich wissen, ob die... Ne, genau, wir müssen nämlich hier mit der Maus anbremsen, wie es im anderen Simulator war. Im englischen Teil, da gibt es wohl sogar eine Taste, aber die gibt es halt im Deutschen nach wie vor noch nicht. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt hier den gesamten Zug am Bahnhof. Nicht, dass wir hier irgendwie... Aber könnte, wir sind noch bei 20 Meilen. Es geht schon eher darum, vor dem Signal stehen zu bleiben. Bis davor fahre ich jetzt nicht. Ach so, stimmt, das Signal ist ja fürs andere Gleis. Okay, das zählt, das werdet ihr aber trotzdem. So, wir sind in Reading angekommen. Haben doch vielleicht ein bisschen Zeit, uns hier umzuschauen. Ah, wir müssen die Türen noch freigeben. Wo ging das gleich nochmal? Die Türfreigabe für diesen Zug. Wie funktioniert das? Das ist das Einzige, was man hier neu lernen muss mit...